In der ostrussischen Region Amur stehen nach schweren Regenfällen hunderte Häuser unter Wasser. Eine der am stärksten betroffenen Gegenden ist der Bezirk Blagoweschensk, wo Dutzende Gebäude ohne Strom sind. Der Wasserstand war in den vergangenen 24 Stunden um über 2 Meter gestiegen. In der Tschechischen Republik sind 5 Menschen bei schweren Unwettern ums Leben gekommen. Dutzende wurden verletzt. Im Ort Hodonin, 70 Kilometer südlich von Brünn, wurde ein Altersheim zerstört. Die Senioren sind in einem Hotel untergebracht. In Kroatien richtete Hagel schweren Sachschaden an. Ernten wurden verwüstet. Über Ungarn zogen schwere Gewitter. Der Blitz schlug in einem Wald bei Kiskunhalas, 150 Kilometer südlich von Budapest, ein. Mehrere Bäume fingen Feuer, mehr als 1300 Quadratmeter Wald wurden durch das Feuer vernichtet.